Leute, wir sind SitzenLP und FlascheLP und wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Folge Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Ja, letztes Mal haben wir uns hier in der Kantina abgemeldet. Ich hoffe, euch irritiert jetzt nicht hier mein neuer Sound, aber ich bin noch ein bisschen am Rumprobieren und hoffe, dass ich das dann irgendwie das Rauschen hier noch wegkriege, aber ansonsten sollte es sich nicht ganz so merkwürdig anhören. Flasche hört sich ja eh wie immer an. Genau. Es gibt noch ein paar andere Neuerungen. Beispielsweise seht ihr jetzt die Mauszeiger, genau, die ja in den anderen beiden Videos noch nicht zu sehen waren. Aber wir haben uns gedacht, das ist für so ein Spiel wahrscheinlich besser, wenn ihr die seht, die Mauszeiger. Wir zeigen, was hier abgeht. Genau. Und dann will ich nochmal, dass dieses Rätsel, was ich im allerersten Part gestellt hatte, woher mein Name ist, auflösen. Denn es wurde erraten, es haben zwar einige Leute schon richtig geraten, allerdings nicht exakt genug, das hätte auch von Google abgelesen sein können. Und die richtige Antwort ist, Jayne Saar ist eine der Phönixköniginnen der Elder vom Schrein der Banshees aus Warhammer 40.000. Das wurde richtig erraten von Kat Minor, glaube ich. Kennen einige Leute wahrscheinlich von diversen Specials als Münze. Kat Mior heißt er dann ja, aber. Ja, Kat Mior meint ich, ja. Ja. Und was mir auch gerade auffällt, ich habe oben eine Nachricht, eine ungelesene. Da können wir dann gleich mal zu dem Postkasten und gucken, was die uns sagt. Aber ja, später, wir machen jetzt erstmal unsere Quests weiter. Ich verlasse eine Ruhezone. Du musst auch nach da oben, aber wir müssen beide zu diesem Kerker. Wir müssen beide dahin. Genau, aber wir können ja zuerst zu deinem gehen. Was zuerst in meinen? Ja. Boah, ich habe irgendwie einen Frog im Hals. Frog? Mhm. So, dann gehen wir jetzt mal zu Kerkermeister Knasch. Knasch. Auch genannt Nash. Nein, Knasch. So, mal gucken, was er zu sagen hat. Bei mir lädt's auch. Eine Fleischpeitsche. Noch ein Piepsvögel. Und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps. Boah, böse. Hey, ich häng hinterher mit dem Video. Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es doch einfach. Ich kann auch andere Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Guck, Nash. Hier. Ich bin Kerkermeister Nash. Mist. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklavengruben. Ihr seid der Akolyt, den Tremel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Dadurch, dass du jetzt antworten musst, gleicht sich das ja wieder aus mit dem Hinterhängen. Ausgezeichnet. Ich habe auch vor, gute Arbeit zu leisten. Diese Situation ist äußerst ungewöhnlich. Normalerweise führen Akolyten das Verhör auf einem anderen Planeten durch. Aber Aufseher Tremel hat die drei hier für euch herbringen lassen. Er du siehst richtig euch für böse sowas aus. Wie die Wiedergeburt von Hexa Kun. Aber ihr müsst wissen, nicht nur Tremel beobachtet euch. Also, diese drei Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Oh, nicht nur Tremel. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet. Ihr vollzieht die Strafe. Und der Kerkermeister Nash bestimmt auch, während ich dusche. Ich möchte mich einfach nur amüsieren. Gut. Dann fangen wir an. Die hier, links. Ihr Monster kriegt nichts aus mir raus. Tut einfach, was ihr tun müsst. Ihr hofft also auf blinde Gnade. Wisst ihr, wo ihr seid? Das müsst ihr mir nicht sagen. Hier gibt es so etwas wie Gnade nicht. Ich weiß, wie diese Geschichte endet. Respektlos bis zuletzt. Wie gesagt, sie wurde geschickt, um einen imperialen Spion im Yavin-System umzubringen. Trotz Folter blieb sie bei ihrer Aussage, dass sie anonym angeheuert wurde. Kriegt es doch in euren verdammten Schädel. Ich wusste nicht, dass er ein Imperialer war und ich weiß nicht, wer mich angeheuert hat. Ich will alle Details eurer Operation erfahren. Welche Waffe habt ihr gewählt? Ich habe ihn nicht ausgeschaltet. Ich wurde geschnappt, bevor es soweit kam.
Nun, sie leugnet die Anklage nicht. Also müsst ihr jetzt entscheiden. Hinrichtung oder Gerichtskampf. Was wählt ihr? Ihr Geist ist ungebrochen. Gebt dieser Frau eine Waffe. Sie wird um ihr Leben kämpfen. Wie ihr meint. Musst du jetzt gegen die kämpfen? Gib mir das verdammte Schwert. Gibt jetzt einen Gerichtskampf. Gerichtskampf zwischen... Zack. Problem gelöst. Stufe 4. Gratulation. Danke. Ich bin überrascht. Sie begegnete ihrem Ende sehr gefasst. Ich spucke auf ihre Überreste. Bitte, ich bin ein Sith wie ihr. Gewährt mir dieselbe Chance wie der Attentäterin. Ich verdiene einen Gerichtskampf. Ich bitte euch. Der hat schöne grüne Augen. Ihr wollt kämpfen? Ihr glaubt doch nicht, dass ihr mich schlagen könnt, oder? Dieser Haufen Elend ist Devotec. Einst ein angesehener bis er eine wichtige Mission in den Sand setzte. Also bei mir sind die grün. Ihm tausende Imperiale starben. Und jetzt seht ihn euch an. Ich habe 24 Jahre treu gedient. Oh, die sind grün. Dann ein Fehler und sie warfen mich fort. Jetzt wurde ich hier zum Verrotten zurückgelassen. Bitte lasst mich noch einmal das Gewicht einer Waffe spüren. Also gut. Ich werde euch einen Wunsch gewähren. Ein Krieger sollte im Kampf sterben. Willst du jetzt gegen alle drei kämpfen? Klar, verprügel alle. Das sollte unterhaltsam werden. Wir wollen ja schließlich Action sehen, wie das Blut spritzt. Oh, einen Moment. Ich muss mal ganz kurz. Aber du kriegst es alleine in den Tisch. Okay, los. Ah, da sind wir wieder. Du hast Aufnahmestopp gemacht? Ja, ich habe Aufnahmestopp gemacht. Achso, ich nicht. Wie, du hast jetzt die ganze Zeit einfach so weiterlaufen lassen? Ja, warum nicht? Man hat doch den Kampf von dir gesehen. Ja, aber der war direkt zu Ende, als du gegangen bist. Ja. Okay, ich habe Aufnahmestopp gemacht. Na egal, weiter. Wir haben auf jeden Fall bisher alle sehr gut zerprügelt. Er hat keinen wirklich starken Gegner abgegeben. Du hättest ja ruhig schon weitermachen können. Achso. Ich werde ja hier nicht gebraucht. Er starb als Krieger. Nun, der letzte Gefangene ist etwas rätselhaft. Der sieht komisch aus. Sein Name ist Breck und er ist ein nervöser Jammerlappen, der im Verdacht steht, gefälschte Dokumente an Agenten der Republik geliefert zu haben. Schon eigenartig. Er beteuert trotz schwerer Folter weiter seine Unschuld. Nebaga Imana, Naki Naya, Bila Magnam Unyakana Lebek. Der spricht kein Basic. Stimmt. Ich hoffe, ihr könnt es dann mitlesen, was der spricht. Euer Gefasel findet kein Gehör. Gesteht und die Folter wird aufhören. Karipaka Yanaya, Harakam Sergmera. Er besteht auf seiner Unschuld. Imana, Naki Naya, Bila Magnam Unyakana Lebek. Davon lässt er nicht ab und wir haben nur Indizienbeweise. Ich glaube, es könnte sein, dass er es wirklich nicht getan hat. Wie entscheidet ihr euch? Indizienbeweise? Das ist ja ein Widerspruch in sich selber. Wieso? Naja, Indizien sind ja nicht Beweise. Ja. Ja. Mich interessiert nicht, ob er unschuldig ist oder nicht. Foltert ihn so lange, bis er es zugibt. Du wirkst ihn. Ja. Sind halt böse. Ruhe, zappeliger Narr. Dreht lustig. Entscheidung ist gefällt. Tja, so viel dazu. Ihr seid interessant. Ich sehe, wieso euch die Leute im Auge behalten. Kehrt zu Aufseher Trebel zurück. Mal sehen, was er von euren Entscheidungen hält. Wir haben einfach alle kaputt gemacht. Na gut, außer denen, gegen den konnten wir nicht kämpfen. Aber egal. Ich muss mal eben weg. Was, du musst mal eben weg? Ja. Okay, dann machen wir mal eben Aufnahmestopp. Genau, und wir machen dann gleich weiter. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt hier eine kurze Spielpause gemacht und haben uns in der Zwischenzeit auch einmal ausgelockt gehabt. Deshalb sind wir jetzt aus diesem Gebiet hier rausgeflogen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wieso wir wieder hier vorstehen.
Aber wir machen ja jetzt hier auch direkt weiter. Wir waren ja mit der Quest fertig, soweit ich weiß, oder ne? Genau, weil wir mit der Quest fertig waren und da drin im Prinzip alles fertig hatten, sind wir jetzt auch da hier rausgeflogen, können jetzt nicht mehr rein, weil da drin gibt es ja jetzt nichts mehr zu tun, darum lässt uns das Spiel dann nicht mehr rein. Aber die Quest war ja eh fertig. Ich habe alle Leute da drin verhört, alle Gefangenen verhört, in Anführungszeichen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu deiner Quest. Ja, die ist hier oben. Ah genau, die ist auch nicht weit. Nee, da müssen wir eigentlich, mussten ja ungefähr treffen, gleich... Oder? Ach nee, die war schon bei mir. Nee, schon gut, dass ich das vergessen habe. Wettsteine. Inquisitor Syn. Was hat denn der um den Mund? Hoffentlich kriegst du auch mal so eine Rüstung. Du musst wieder ein bisschen warten beim nächsten Mal. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Okay. Harkun hat mir sehr genaue Anweisungen gegeben. Ihr wurdet in Sklaverei geboren, doch ihr müsst eure alten Eigenschaften ablegen und lernen, die neuen zu beherrschen. Ich habe die ideale Aufgabe, um das zu bewirken. Ich will euch diese sabbernde Missgeburt von... Sag, wenn du da bist bei den Auswahlmöglichkeiten, da bin ich nämlich jetzt. So, jetzt bin ich da. Okay. Ein Opfer? Das klingt, als könnte es unterhaltsam werden. Ihr die Narbe übers Gesicht sieht cool aus, ne? Akolyt. Vor kurzem kam es an der Akademie zu dem, was wir als nicht autorisierten Mord bezeichnen. Ein Streit zwischen Schülern forderte ein Todesopfer. Oh oh. Befragt ihn. Bringt ihn dazu, dass er euch den Schuldigen nennt. Um jeden Preis. Bist du bereit? Ja. Ab jetzt kannst du immer weitermachen. Gleich könnte es laut werden. Was hat der denn mit Danke dem vor? Warnen, aber ich ziehe es vor, jeden Schrei auszukosten. Ist ja ein ganz verrückter. Das ist bei mir nur so, bei mir fangen die Videos immer ein bisschen später an, weil bei mir das Spiel länger lädt. Aber wenn das Video erstmal läuft, läuft es gleich lang. Ja gut, dann geht es jetzt hier mit Aleph weiter. Ich brauche nur halt immer bis zur ersten Auswahl ein bisschen. Ich sag dir einfach mal Bescheid. Nichts. Ich weiß doch gar nichts. Bist du bereit? Jetzt, ja. Schreit. Schwächling, ich will hören, wie ihr leidet. Bitte, hört auf. Ich tue alles, was ihr wollt. Unterhaltet mich. Singt mir was vor. Ich soll singen? Im Ernst? Ich meine, ich, ja natürlich, was wollt ihr hören? Ich verarsche ihn jetzt mal. Ist egal was. Hauptsache es macht Freude. In Ordnung. Mein Vater war ein Raumfahrer. Didum, didum, didum. Drum flieg ich. Wie war noch gleich der Text? Wie geil ist das? Tut mir leid, ich bin zu nervös. Ich weiß den Text nicht mehr. Bitte lasst mich einfach gehen. Ihr müsst mir erst sagen, wer der Mörder ist. Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Wenn ich ihn verrate, tötet er mich. Oder es kommt noch schlimmer. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Mehr holt ihr nicht aus mir raus. Ich kann euch nichts weiter sagen. Ich bekomme es aus euch raus, so oder so. Der Tonfall ist cool. Er wird mich umbringen. Aber ich sage es euch. Der Mörder ist ein Schüler namens Ezor Kain. Ihr müsst mich beschützen, sonst wird er mich töten. Das könnte ein Irrtum sein. Kains Meister ist Mitglied im Rat der Sith. Ihr könnt genauso gut versuchen, gegen den Imperator persönlich vorzugehen. Sie werden Kain nicht einmal ermahnen. Aber wenn Kain davon erfährt, dann rechnet er mit mir ab. Ich denke, ich habe auch noch etwas mitzureden. Nett von euch, aber das glaube ich kaum. Vielleicht könntet ihr den Inquisitor überreden, mich zu beschützen. Das ist allerdings unwahrscheinlich. Es ist nicht der Weg der Sith. Aha. So, jetzt müssen wir wieder mit Inquisitor Syn reden. Aber immerhin haben wir... Immerhin hat er dir verraten, wer der Mörder ist. Ah, ich hab's aus ihm rausgekitzelt. Geblitzt. Mit lustigen Liedern. Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ich habe den Namen klar und deutlich gehört. Auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders gewesen. Ezor Kain. Kains Meister ist Mitglied im Rat der Sith. Es wäre töricht, ihn herauszufordern. Jedenfalls ist diese Prüfung beendet. Ich werde Aufseher Harkun meine Empfehlung aussprechen. Ihr dürft zu ihm zurückkehren. Bist du bereit? Was werdet ihr wegen des Mörders unternehmen?
Gar nichts. Allerdings muss der Meister des Schülers informiert werden. Es ist nicht meine Aufgabe, Recht und Ordnung zu vertreten. Schon gar nicht vor dem Rat der Sith. Das ergibt durchaus Sinn. Ich bin froh, dass wir uns einig sind. Euch zuzusehen war mir eine wahre Freude, Akolyt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den weiteren Prüfungen. Sehr gut. Das klappt ja ohne Probleme und ohne zu kämpfen. Jetzt muss ich einfach nur noch zurück. Du auch, ne? Ja, ich muss auch wieder nur zu Officer Harkoon. Sauber. So, wer ist denn hier am nächsten? Deiner ist am nächsten, dann lass du den. Ja, okay. Dann geh du mal vor. Dann muss ich nicht auf die Karte gucken, wo der ist. Nee, ich kann trotzdem mal gucken. Ah ja. Kann ich auch, aber meins ist immer noch das hässliche Anfangsteil. Okay. Meins leuchtet gar nicht. Haha. Ja, ich habe dieses Teil von dieser Kiste da oben bei dem Aufzug. Können wir, wenn wir das nächste Mal rausgehen, können wir dann nochmal vorbeigucken. Müsste mittlerweile vielleicht ist da was Gutes drin sein. So, hier ist Aufseher Harkoon. Wie lange das bei mir immer dauert, bis es mal losgeht? Bei mir lädt es gerade aber auch lange. Ich hatte mich schon darauf gefreut, noch eine jetzt geht's beim Los. Zu strecken, aber die Mühe werde ich mir wohl sparen können. Und es kommt nicht überraschend, dass Nilok verschwunden ist. Auch nicht, dass Fawn seine erste Prüfung bestanden hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auf euch allen herumtrampelt. Ich reiß euch in Stücke, genau da, wo ihr steht, Abschaum. Nur Geduld, Fawn. Ein Unfall in den Gräbern ist viel überzeugender. Ihr anderen kennt eure nächste Aufgabe. Geht. Ich will mit Fawn und unserem Nachzügler reden. Und jetzt zu dir, Sklave. Sinn sagt, dass du dich gut geschlagen hast. Und auch wenn ich es kaum glauben kann, ist Lord Zesh mit deiner Entwicklung zufrieden. Zweifellos hat dir Sinn irgendwie geholfen. Aber bei deiner nächsten Prüfung musst du ohne seine Hilfe auskommen. Vor dir und Fawn liegen Prüfungen des Verstandes. Prüfungen, die eure Fähigkeit testen werden, die Macht zu verstehen und Probleme zu lösen. Glaubt ihr, dass mir dieser Abschaum intellektuell ebenbürtig sein kann? Ich wurde von den größten Lehrmeistern unterrichtet. Beruhige dich, Fawn. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Darum habt ihr unterschiedliche Prüfungen. Jo. Bist du weit? Diese Großzügigkeit rührt mich zu Tränen. Du schaufelst nur dein eigenes Grab. Fawn, du wirst in die Bibliothek im ersten Stock der Akademie gehen und die folgenden Texte für Lord Zesh übersetzen. Ja, Aufseher. Tief im Inneren des alten monsterübersäten Grabs von Mark Ragnos gibt es ein Holochron voller dunkler Geheimnisse, das in einem großen Steinmonument eingeschlossen ist. In 1000 Jahren hat noch niemand herausgefunden, wie man das Holochron aus seinem steinernen Gefängnis befreien kann. Bring mir dieses Holochron, oder du wirst sterben. Das ist ja fair. Je mehr ich euch hassen muss, desto stärker... Ja, hab ich auch gedacht, der muss einfach nur ein paar Decks übersetzen. Und irgendwann bin ich stark genug, um euch zu vernichten. Du wirst nie stark genug sein, Insekt. Bring mir das Holochron... Oder bete, dass dich der Geist von Marka Ragnos selbst von deiner jämmerlichen Existenz befreit. Geh jetzt. Wir kriegen ja auch direkt 50 dunkle Seitepunkte. Wuhu. Und ein bisschen Geld. Ist krass, wie unfair das war. Der muss übersetzen und du musst dann so ein Holochron, was in 1000 Jahren noch keiner besorgt hat, irgendwie herschaffen. Beschaffen. Ja, und sonst sterbe ich. Toll. Jetzt war ich schon wieder so komisch resettet. Was mir gerade auffällt, du hast jetzt wieder dein anderes Mikrofon an. Also nicht wundern, Leute, dass sich Svenja am Anfang des Videos noch so dunkel angehört hat und jetzt wieder normal. Ja, ich habe jetzt gerade das vergessen. Aber egal, ist ja, denke ich, nicht so schlimm. Ja. So, dann gehen wir mal zu deinem. Genau. Tremel. Tremel, Aufseher Tremel, genau. So, der müsste hier sein. Da fragt einer, ob einer die Hassmaschine und bewaffnet und gefährlich macht. Das sind hier auf Korriban 2 Heldenquests, die man am besten mit einer Gruppe macht. Die werden wir euch auch noch zeigen. Aber die gehen auch alleine, wenn man ja schon mal 10 oder 11 ist. Oh, es geht los. Yeah.
Ist das alles? Alles, was Lord Renning bekommen konnte. Kehr zu deinem Meister in den Bestienpferchen zurück, bevor ich dich in Stücke schneide. Entschuldige die Wartezeit. Diese Unterbrechungen sind wirklich lästig. Wechseln wir das Thema. Deine Prüfung im Gefängnis. Lass uns über Solenz, die Attentäterin, sprechen. Sie wollte einen imperialen Spion ausschalten, wusste aber nicht, dass sie für die Republik tätig war. Warum hast du ihr einen Kampf gewährt? Sie hielt sich für stark und außergewöhnlich. Ich hielt es für das Beste, ihr zu zeigen, wie schwach sie war. Diese Lektion nützt dir im Tod auch nichts mehr. Verschwende nie ein potenzielles Werkzeug. Eine ausgebildete Attentäterin, die Stärke und Amoralität bewiesen hat? Das Imperium hätte sich ihre Fähigkeiten zunutze machen können. Kommen wir zu Devotec, dem gescheiterten Krieger. Warum hast du seinem Wunsch nach einem Kampf entsprochen? Ich wollte ihm zeigen, wie schwach er geworden ist und es ihm unter die Nase reiben. Schön, dass es dir gefallen hat, aber solche Kleinigkeiten vergeuden Zeit und davon bleibt uns nicht gerade viel. Devotec verbrauchte nur unnötig Platz. Wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, sollte man es entsorgen. Merkt ihr das? Sprechen wir zuletzt über den Fälscher, den du trotz seiner scheinbaren Unschuld zu weiterer Folter verurteilt hast. Eine starke Entscheidung. Wir müssen wirklich jeden Stein umdrehen. Selbst ein kleiner Stein kann große Wellen schlagen. Sehr gut. Du zeigst Scharfsinn und Weitsicht. Es ist immer das Beste, jeglichen Zweifel aus dem Weg zu räumen. Was ist schon der Verstand oder das Leben eines Mannes gegen das Schicksal des Imperiums? Du begreifst langsam, was einen Sith ausmacht. Er hat damit Sith gesagt. Barak noch nicht beeindrucken können. Sith. Ich werde mich steigern, Aufseher. Versprochen. Das musst du auch. Sonst bist du erledigt. Merk dir das. Weil ich dich vorzeitig in die Akademie geholt habe, wird Darth Barras dazu geneigt sein, streng über dich zu urteilen. Und streng bedeutet in diesem Falle tödlich. Wir müssen nun mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du darfst nicht bemerkt werden, bevor wir nicht bereit sind. In den Höhlen von Marka Ragnos Grab befindet sich eine Bestie, die er zum Schutz seines Vermächtnisses zurückgelassen hat. Begib dich dorthin, setz dich zwischen die Flammen und warte dort auf die Bestie. Ich drehe Monstern im Schlaf den Hals um. Nicht so voreilig. Um diese Kreatur zu besiegen, musst du alles geben. Begib dich erneut ins Tal der dunklen Lords und finde Marka Ragnos Grab. Wir sehen uns, wenn die Bestie tot ist. Viel Glück. Hey, du musst auch in Marka Ragnos Grab, oder? Ja, jetzt krieg ich auch mein neues Oberteil, endlich. Oh ja, yeah, jetzt bin ich rot. Jetzt passt sich mein Oberteil meine Hautfarbe an. Sauber. Cool. Und bei diesen Entscheidungen mit den Gefangenen habe ich sozusagen zweimal falsch entschieden und einmal richtig, beziehungsweise einmal nur halb falsch. Dieser eine abtrünnige Sith, der sollte ja getötet werden, aber am besten ohne Kampf einfach direkt töten, damit man schnell hinter sich hat. Die Attentäterin sollte man rekrutieren, aber dass man aus diesem einen Typen, der seine Unschuld beteuert hat, alles rausholen wollte, das war richtig. Aber trotzdem war er gar nicht so streng mit mir. Und fand eigentlich gut, was ich gemacht habe. Warte mal kurz. Ah, wir können aber zum Ausbilder. Ich sehe gerade, wir haben neues Bild. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe vergessen was. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht mehr. Aber hier geht's jetzt erstmal wieder hoch. Das fuchst, das wird mich jetzt die ganze Zeit fuchsen, dass ich voll vergessen habe wieder, was nicht wir, was ich sagen wollte. Du bist ja ein richtiger Fuchs. Kriegen hier Prügeln Rang 2, Schock Rang 2 und Wirbel einen neuen Skill. Zeigt keine Gnade. Können wir uns mal durchlesen. Fängt das Ziel 8 Sekunden lang in einem Wirbel ein. Gefangene Ziele heilen schnell nicht bei Spieler, Standard oder schwachem Ziel in Schaden. Beendet den Effekt vorzeitig. Da können wir jemanden 8 Sekunden lang aus dem Spiel nehmen. Das ist natürlich cool. Bösartiger Hieb 2 bekommen, also einfach meinen normalen Angriff da mit 3 Wutstärke und dann noch Schwertschutz.
Dadurch erhöhe ich für 12 Sekunden meine Nah- und Fernkampfverteidigung um 50% und meine Nacht- und Tech-Angriffe-Verteidigung um 25%. Also sozusagen ein defensiver Skill, dass ich auch ein bisschen tanky bin, sozusagen. Aber was mir noch eingefallen ist, dieser Fawn geht doch jetzt in der Bibliothek was übersetzen und irgendwo gibt es ja auch noch einen Fahrstuhl also nach oben. Da kommen wir, glaube ich, zum Rat des Sith. Ja, aber da gibt es noch einen Wissenszocker. Ja, das wollen wir uns, wenn wir eh dahin müssen. Ich glaube, eine Quest führt uns früher oder später eh da hoch und dann können wir dann auch das Wissenszocker einsammeln. Ja, ich wollte nur... Ja, gut, dass du dran gedacht hast, damit wir es nicht vergessen. Merkt ihr das einfach mal. Ich versuch's. Wir müssen auf jeden Fall ein Taxi in die untere Wildnis nehmen. Ins untere Wildnis. Aber ich glaube, vorher gibt's hier oben noch eine Quest zu erledigen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hast du auf die Uhr geguckt, wie lange wir überhaupt schon aufnehmen? Ich. Also nicht, dass es wieder so ein etwas über 20 Minuten. Wir werden jetzt noch die Quest machen, die hier oben ist. Und dann machen wir für heute Pause. Genau. Damit dann im nächsten Part dann das untere Wildland kommt. Hier ist nämlich das Taxi und direkt neben diesem Taxi gibt es jetzt hier nämlich die neue Quest von Inquisitor Arzanon. Genau. Gespräch beteiligen. Steht aufrecht und beweist euren Wert, Akolyt. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wenn ich euch ansehe, frage ich mich, seid ihr wirklich loyal? Oder tragt ihr Verrat an eurem Herzen? Ihr beleidigt meine Herkunft. Ich stamme aus einer ehrwürdigen Sith-Familie. Wie könnt ihr es wagen, mir eine solche Frage zu stellen? Ich tue das, was mir vom Imperator aufgetragen wird. Eure besondere Herkunft schützt euch nicht vor Misstrauen. Im Gegenteil. Geheimdienstberichte zeigen, dass es in diesem Tal Verräter gibt. Akolyten, die versuchen, die ideale Ordnung unseres Imperators zu zerstören und sie durch ihre eigenen schwächlichen Irrlehren zu ersetzen. Sie verstecken sich zwischen denen, die uns treu und gehorsam ergeben sind. Die hat gar keine Haare. Jederzeit zuschlagen, wenn sie die Chance erhalten. Oder eine Militärfrau. Wir haben die aufrührerischen Aktivitäten der Verräter hier im Tal beobachtet. Herzfrau. Wir kennen ihre Gesichter und ihre Namen. Es ist der Wille des Imperators, dass der Sand Korriban sich vom Blut dieser Verräter rot färbt. Beweist eure Treue, indem ihr sie hinrichtet. Es wird mir eine große Ehre sein, euch zu dienen. Wie ich mich nicht mit dem reden darf. Wenn ihr mir dient, dient ihr dem Imperator. Denkt daran, wenn ihr dieses Ungeziefer im Tal ausschaltet. Klar, wir müssen jetzt Verräter töten. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um die Verräter zu identifizieren. Beweist eure Treue, indem ihr genügend von ihnen eliminiert und kehrt dann zu Inquisitor Arzanon zurück. Jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Ich werde eure Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Geht jetzt. Sorgt dafür, dass der Wille des Imperators Wirklichkeit wird. Was denn? Und zwar hast du ja jetzt diese Quest bekommen, da im Feuer meditieren und dann kommt da eine große Bestie und die musst du ja besiegen oder so. Genau, sowas hat er ja erzählt gehabt. Und ich wollte eigentlich nur erzählen, dass als ich diese Quest gemacht habe, ich gerade mal so mit 10 HP überlebt habe. Wann hast du die denn gemacht? Mit meinem anderen Champion. Mit meinem Sith-Krieger. Okay. Warte mal kurz, ich reset mal kurz die Aufnahme. Ja. So, weiter geht's. Ja, ich habe jetzt nicht resettet, aber das wäre nicht so schlimm. So, wir haben jetzt hier auch einen Missionsgegenstand. Hier so einen ID-Scanner. Den tue ich mir jetzt mal hier einfach hier rein. Ich stecke mir das auch mal hier unten hin. Damit können wir jetzt einfach hier so Akolyten scannen. Wir müssen hier einfach mal hin. Wir können damit rausfinden, ob die ein Verräter sind oder nicht. Genau. Mach das mal beim ersten. Wenn er Verräter, springe ich den direkt an und hau ihn in die Fresse. Ja. Yes. Sure. Das war doch easy. Dann mach gleich den nächsten. Vergleicht Identität. Boah. Ja, das war auch direkt einer. Aber wie machen die so schnell fertig? Ja, wir sind ja auch zu zwei. Das ist ja auch ein kleines bisschen böse für den. Ja, ist auch ein Verräter. Da hat er keine Gnade zu erwarten. Ziel nicht in Verräter-Datenbank, okay. Wir stehen ja noch ein paar. Ich will gleich mal versuchen, wenn wir hier...
Hast du jetzt den gleichen gescannt wie ich? Ich habe den rechten gescannt. Ah, ich den linken. Gut. Gut, dann mache ich den gleichen. Jetzt mache ich den rechten. Gut, mache ich den linken. Mist. Ich habe auch keinen. Toll. Rechts. Links. Tauschen wir Seiten. Ja. Ja, meiner war einer. Das ist eigentlich keine Musik in diesem Spiel. Das ist ja cool. Kaputtgeschlagen. Yes. Das ist auch so ein verräteriges Verräterschwein. Verräterverräterie. Und noch einer. Zack. Boah, wie du den weggeschleudert hast. Ich wollte jetzt gerne einfach mal machen, weil der so cool ist. So. Jetzt ich mach dieses Zünden eigentlich immer direkt, wenn ich nur ganz bisschen verloren habe an Leben. Ja, wir sind jetzt hier schon fertig. Ja. Und wir wollten noch nach dem Aufzug gucken. Genau, das haben wir jetzt schon wieder vergessen. Stimmt. Was machen wir denn jetzt noch? Sollen wir erst abgeben und dann zum Aufzug gucken oder andersrum? Abgeben. Erst zum Aufzug. Ah, okay. Weil wir müssen da ja dann eh hin, genau. Wegen dem Taxi. Stimmt. Dann. Eigentlich ist es total egal, aber. Ja. Naja. So, es ist wie Wurstkäse. Ein bisschen länger. Genau, habt ihr noch ein bisschen länger. Ach genau, und zum Posti können wir gleich auch noch mal gucken. Hast du Post bekommen? Ja. Achso, ja, ich nicht. Ich? Nö. Achso. Ja, ich hab Post bekommen. Boah. Ich werde gleich mal tanzen. So, dann ja, gucken wir mal, was wir hier drin haben diesmal. Schönes für uns. Ein Willenskraftstim für dich, sehr das gut. Das ist nix. Und aber eine das mittelstärke Stärke-Rüstung, die aber schlechter ist als meine. Okay. Was jetzt, was man kriegt? Dann hat jetzt Svenja auch schon ein Stimpack bekommen. Das sind so Aufputscher, die sind dann, ist wie ein Buff. Das kann man wie ein Buff anmachen. Ich mir direkt mal hier drüben und ist dann eine Stunde lang an und erhöht halt das Primärattribut. Willenskraft genau, bei mir. Willenskraft. So, dann kann ich jetzt auch direkt mal hier alles verkaufen. Wollt ihr euch die Munition ansehen? So. Für das Imperium. Dann gehe ich jetzt mal eben zum Postkasten. Jo, gucken, ich bleib dann so lange. Zu sagen hat. Also siehst du, das Item hier haben wir ja jetzt für die Mission benutzt, können wir wieder hier rauslegen. Ach so, ich habe jetzt nur meine Gründermedaille bekommen, weil ich halt schon in den ersten 3 Monaten von Star Wars das Spiel gespielt habe. Und bin jetzt hier Gründer, darum habe ich jetzt hier so eine Medaille. Zack. Jetzt habe ich hier auch den Titel Gründer bekommen. Und jetzt kann ich hier auch unter Titel... Kann ich jetzt hier Gründer auswählen, dann steht das an meinem Namen. Jane Sarr Gründerin, weil ich halt von Anfang an bei diesem Spiel dabei war. Bringt aber nichts wirklich groß. Hat jetzt 45 Erfahrungspunkte gegeben. Ich mache aber wieder Alkolyt rein. Alkolyt, ja, das passt. Jetzt können wir das blöde Missionsitem hier auch wieder wegschmeißen. Zack. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Und jetzt labern wir mit Arsanon, oder wie der hieß. Ja, Arsanon. Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators. Und tragt dieses Abzeichen. Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet. Unterm Bett. Oh, wieder eine Currybahn-Auszeichnung. Sehr gut. Sehr cool. So. Jo, und im nächsten Video werden wir dann das Taxi ins untere Wildland nehmen, ins neue Gebiet, ins neue Questgebiet, hier nach rechts. Da ist es ja momentan auch noch unaufgedeckt. Ich tanze ein bisschen. Da tanze ich mit. Du kannst auch tanzen. Du, wenn du Disco-Tanz eingibst, dann tanzt du erstmal nur Dance sexier eingeben. Als ich. Was soll ich eingeben? Disco-Tanzen? Ja. Dann tanzt du nämlich ja, voll. Jetzt irgendwie nicht. Disco tanzen. Aber du siehst so böse aus, als dass es sexy wäre, finde ich. Vielleicht muss man sich dafür einfach noch ausziehen, damit es sexy ist. Naja. Nein, bei den der Unterwäsche irgendwie nicht. Okay, schnell wieder anziehen. Bevor ich hab da ja eine Laune. Naja. So. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir werden jetzt gleich noch in die Kantina gehen, um uns da auszuloggen, damit wir wieder schön ausgeruht sind. Man sieht es ja hier unten auch noch, weil wir eine grüne Erfahrungspunkteanzeige haben. Und ja, um uns noch ein bisschen mehr auszuruhen, gehen wir gleich dahin. Aber im nächsten Video werden wir dann hier an dieser Stelle weitermachen. Genau. Also, ciao Leute. Tschüss.